Was macht denn Herr Schiffmann eigentlich? Das hatten wir nicht vorher abgesprochen. Das ist eine sehr gute Frage, die ich aber zurückspiele an dich. Weil ja, er du hat bist, gerade den aktuellen Aluhut gewonnen. Der wird demnächst verliehen. Ja. Der goldene Aluhut. Der goldene Aluhut, da können wir bei der Gelegenheit auch mal ein Update machen, was eigentlich aus dem Verfahren geworden ist. Es gab ja einen Prozess, der begann in dieser Kanzlei noch bevor du dazugestoßen bist. Der goldene Aluhut hat eine Klage, eine negative Feststellungsklage gegen Querdenken als Organisation und Michael Ballweg eingereicht, weil Herr Ballweg, vertreten durch Rechtsanwalt Ludwig, gesagt hat, er hat einen Anspruch darauf, dass ihm der Preis zuerkannt wird. Jetzt kann man sich ein bisschen fragen, wieso kommt man echt auf die Idee, den goldenen Aluhut sich einzuklagen? Aber in der Welt von Querdenken ist jede Aufmerksamkeit Geld wert, sinnvoll, hilfreich, auch die von einem Satire- oder einem Negativpreis. Zumindest schafft es Publicity und Reichweite. Ja, und das brauchen die im Augenblick sehr, weil wenn man sich bei Querdenken gerade umschaut, da sieht man so gewisse Zerfallserscheinungen. Ein Großteil ist ins Ausland geflüchtet. Was heißt geflüchtet? Das hat sie ja keiner verfolgt eigentlich. Attila Hildmann dachte, er werde verfolgt und ist dann abgehauen. Und erst nachdem er weg war, wurde dann der Haftbefehl ergangen. Das ist, glaube ich, die dümmste Flucht, die wir so in der jüngeren Neuzeit bisher erlebt haben. Herr Schiffmann ist in Tansania, twittert dann Sachen, dass Impfungen schädlich und tödlich sind, aber er ist ausnahmsweise bei geimpften Freunden zu Besuch. Das war also eine Nachricht auf Telegram. Ich glaube, von Attila Hildmann zum Beispiel habe ich auch lange nicht mehr irgendwelche News gehört. Ja, das ist das Problem. Du kommst auch nur in die News, wenn du irgendwas ganz besonders Dämliches oder Schlimmes oder Bemerkenswertes machst. Also, oder wie jetzt hier, dass sein IT-Kumpel, IT-Vertrauter mit seinen Daten abgehauen ist und seine Webseiten lahmgelegt hat. Aber auch das ist nicht so groß geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Also das war dann auch relativ schnell, es war mal ein paar Meldungen wert und dann war das Thema irgendwie auch wieder durch. Oder ich. Ja, erstaunlich, wie schnell Strohfeuer wieder erkalten, nicht wahr? Also es war so 2-3 Tage, dann stürzt sich die ganze Presse drauf. Wir haben hier eine Pressekonferenz moderiert und die Frage, die wir uns damals ja noch gestellt haben, die ich glaube bis heute offen geblieben ist, wer hat jetzt die Information an die Justiz durchgestochen? Weil der Informant, du hattest mit ihm ja sogar im Vorfeld schon mal konferiert, wir dürfen das sagen, es wurde abgesprochen, der hielt sich ja auch in der Pressekonferenz ziemlich bedeckt dazu, ob jetzt wirklich eine Smoking Gun in den Unterlagen drin ist, also ob jetzt da die E-Mail drin ist, hallo Attila, ich bin's, der so wie noch von der Justiz, da ist ein Haftbefehl gerade durch die Geschäftsstelle gegangen. Und entweder liegt das bei der Justiz und die gehen jetzt der Sache nach oder war es vielleicht doch einfach nur ein Bluff? Ich glaube, es kann auch ein Zwischending wahrscheinlich zwischen beidem sein. Was es dann ist, weiß ich nicht, aber es hat sich bisher nicht aufgeklärt, ob da was dran ist oder nicht. Kommen wir nochmal zu Schiffmann. Da laufen die Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg. Da hattest du mal gelegentlich Kontakt gehabt, weil wir einen Anzeigenerstatter vertreten haben. Da hast du immer wieder mal nachgefragt und ja, die Mühlen der Justiz sind natürlich langsam. Vor allem in diesem Verfahren, also weil es sich dann doch etwas oder sehr viele Einzelsachen aufaddiert haben, die dann schlussendlich verbunden werden oder verbunden wurden. Aber Neuigkeiten. Bisher haben wir zumindest von unserer Sache noch keine. Aber wir sind natürlich auch nicht die, die am allerbesten informiert sind. Und wir sitzen jetzt auch nicht jeden Tag beim Staatsanwalt auf dem Schoß und fragen, was gibt's Neues. Was sich die Leute auch fragen, ist, gibt es was Neues vom Moneypool? Wir haben nichts Neues gehört. Es kann also sein, dass PayPal immer noch draufsetzt. Ich muss immer dran denken, dass nicht PayPal heißt, sondern PayPal. Wird auch jedes Mal korrigiert, wenn ich es falsch mache. Also die sitzen auf dem Geld. Allerdings, ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass die Staatsanwaltschaft Heidelberg es mitbekommen würde, würde das Geld an Herrn Schiffmann ausgezahlt werden, weil spätestens in dem Moment wäre wahrscheinlich strafrechtliche Relevanz gegeben und zwar dann auch mit einem Gegenstandswert von 700.000 Euro. Und wir wissen ja, dass die Justiz ziemlich kleinlich ist bei Vermögensdelikten. Also so, man hat so diese Daumenregel zum Beispiel bei Steuerhinterziehung oder anderen Vermögensdelikten, ab 1 Million ist man nicht mehr in der Bewährungsgrenze, nicht mehr in dem, was man zur Bewährung aussetzen kann. Und damit wären wir schon bei 2 Jahren Freiheitsstrafe,
Wer hat gerade 2 Jahre kassiert? Drachenlord. Ey, der Drachenlord. Ja. Von, hast du noch gesagt, Kollege Solmecke hat gestern ganz, ganz schnell das Video rausgehauen. Das ist, glaube ich, auch sein Wortwahl bei solchen Sachen und kurz darüber aufgeklärt, so diese Fragen wie, muss er sofort ins Gefängnis, welche Rechtsmittel gibt es da noch und natürlich die Frage, ist das eigentlich so gerecht, dass jemand so eine harte Strafe bekommt, wo er doch ständig provoziert wird? Tja, hast du eine Meinung dazu? Keine tiefgehende, weil ich mich mit diesem ganzen Themenfeld nicht so viel auseinandergesetzt habe. Ich kriege immer nur gewisse Sachen mit. Was ich jetzt heute wieder mitgekriegt habe, ist, dass Drachenlord fröhlich weiter YouTube-Videos macht und weiter sich Dinge veröffentlicht, obwohl er das nicht tun sollte. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also es war ja wohl so, dass es eine Absprache, einen Versuch für einen Deal gab mit der Fragestellung, wäre denn der Herr Drachenlord bereit, Herr Winkler heißt er richtig, gegen eine Bewährungsstrafe sich von YouTube fernzuhalten. Und das hatte er abgelehnt. Jetzt kann man sich fragen, ist ihm YouTube einfach so wichtig, dass er lieber ins Gefängnis geht? Oder ging er davon aus, dass er auch ohne den Deal mit einer Bewährungsstrafe davonkommen will? Oder ist es so, dass es ihm gerade egal ist? Ich habe tatsächlich gestern mal reingeschaut in den letzten Stream, der für Nichtmitglieder verfügbar ist. Da gibt es einen Mitgliederbereich, da musst du Geld bezahlen an den Drachenlord, damit du alles sehen kannst. Das ist für mich eine neue Information. Es ist tatsächlich erstaunlich, wie viel Content der produziert. Der hat einen Morgenstream, einen Abendstream und diese Streams sind ja stundenlang. Ich weiß gar nicht, wie man es schaffen kann, so viel Content zu konsumieren. Irgendjemand muss sich das ja auch alles anschauen. Jedenfalls in diesem Stream sagte er, dass es ihm im Grunde völlig egal, ob er ins Gefängnis kommt oder nicht. Erstens dauert es noch und außerdem ist er ganz, ganz sicher, dass er Rechtsmittel, Berufung einlegen würde. Und das ist so ja eigentlich ein putziges Vertrauen in die Rechtsmittel, dass man sagt, wenn ich zu 2 Jahren ohne Bewährung verurteilt werde, ist ja nicht schlimm, ich kann ja Berufung einlegen. Und dann könnte man sich jetzt mal angucken, wie gut sind eigentlich die Chancen, wenn ich Berufung einlege. Da haben wir unseren Lieblingsfall Weber, den ich viel zu häufig erwähne, aber er ist einfach so lustig, dass da jemand erst 30, dann 40 Tagessätze hat und dann immer wieder ankündigt, dass er die Justiz nicht, diese Entscheidung nicht akzeptiert und damit bis vor das Bundesverfassungsgericht gehen wird oder bis zum BGH, was auch nicht so ohne weiteres funktioniert. Also BGH kommt auf keinen Fall hin. Und dann kassiert er eben beim Landgericht diese 120 Tagessätze und dann auch noch ein Vielfaches an Tagessatz, sodass er damit 24.000 Euro rausgeht, weil eben die Staatsanwaltschaft auch Berufung eingelegt hat. Und so ist es ja auch hier. Auch hier hat ja sowohl Verteidigung als auch, ich bin nicht ganz sicher, ob sie schon eingelegt haben, aber sie haben jedenfalls beide die Möglichkeit. Genau, und wenn sie es tun, habe ich zumindest auch kein Verbürgerungsverbot. Genau, die. Was auch wieder vielleicht ihm, man ihm sagen sollte. Ich weiß nicht, ob er das weiß, aber... Ach, er ist bestimmt hervorragend verteidigt. Verbürgerungsverbot heißt auf Deutsch Reformatio in Peius. Mhm. Oder das Verbot einer schlechteren Entscheidung. Oder ist Verbürgerungsverbot wirklich ein Wort, was im Duden steht? Ich glaube nicht, oder? Ich wollte Reformatio in Peius nicht benutzen. Da steht's Verbürgerungsverbot 174 Absatz 4 Abgabenordnung, sagt Google. Im Steuerrecht. Also, im Steuerrecht gibt es das also auch, aber auch im Strafrecht. Also wenn beide Seiten Rechtsmittel einlegen und typischerweise ist es so, dass die Staatsanwaltschaft sich ranhängt an ein Rechtsmittel, wenn die Verteidigung ein Rechtsmittel einlegt, um die Sachen offen zu haben in beiden Seiten. Und dann könnte halt auch noch 2,5 Jahre rauskommen, die dann auch nicht zur Bewährung gesetzt werden. Allerdings, er hat natürlich gute Chancen auf 2/3 oder Halbstrafe, wenn er Ersttäter ist. Und dann bin ich mal gespannt, ob der Richter bei der Halbstrafe als Auflage setzt, ich lasse dich raus nach 12 Monaten unter der Bewährungsauflage, dass du die Finger von YouTube lässt. Und dann müsste eigentlich sich Drachenlord überlegen, ach nee, dann bleibe ich lieber noch die anderen 12 Monate hier im Knast, um weiter meine Videos zu machen. Mhm. Die Frage ist ja auch, wovon lebt denn Herr Drachenlord in Zukunft? Ich weiß tatsächlich, also es soll jetzt nicht blöd klingen, ich weiß nicht, wovon er aktuell lebt. Also ich kenne mich mit der Person Drachenlord nicht so gut aus. Ob er mit seinen Videos alleine sich finanziert? Das ist ja eigentlich relativ leicht zu ergründen, wenn man sich nämlich anguckt. So ein Drachenlord hat 160.000 Abonnenten. Wir wissen nicht, wie viele Mitglieder er hat, aber man kann ja mal sehen, wie viele
Wir müssen aber auch seine Engagement Rate, heißt es, glaube ich, wissen wir auch nicht genau. Oder wie werbefreundlich er ist. Also die genauen Erlöse pro Videoaufruf. Also jetzt sehen wir zum Beispiel hier vor einem Tag im Stream 116.000 Aufrufe. Aber das ist natürlich jetzt auch ein besonderer Anlass, weil hier demnächst das Gerichtsverfahren anstand. Aber hier hat er auch 9.000, 14.000, 13.000, 10.000. Also ähnlich eigentlich wie dieser YouTube-Kanal. Also pro Video irgendwas, ja, eigentlich mehr definitiv. 29.000 Aufrufe für einen Stream. Und wenn er dann oft durch Werbung unterbrochen wird, dann können da schon ein paar tausend Euro Werbeeinnahmen dabei rauskommen. Ne? Also da kann man schon von leben. Insofern ist das schon noch nachvollziehbar. Irgendwo gibt es ein Video, wo er das SM7B-Mikrofon, so wie das hier, auspackt. Anscheinend benutzt so das. So habt ihr euch dann kennengelernt, oder? Genau, also nachdem er das benutzt hat, Auspack-Video, neues Mic, habe ich gesagt, das muss ich auch unbedingt haben. Nein, ich bin so oft kritisiert worden für den schlechten Ton aus diesem Lavalier-Mikrofon, wobei ein Aspekt ist sicherlich auch die schlechte Akustik hier im Raum. So, und jetzt machen wir genau das, was diese Streamer machen. Wir verfallen in völlige Belanglosigkeit und das ist dann der Punkt, glaube ich, wo man sich verabschiedet. Und ja, nicht um Abos bettelt. Ich versuche mir das zu verkneifen. Kein Glockendingsdangs oder sowas ähnliches. Aber was ihr machen könnt, ist, ihr könnt in die Kommentare reinschreiben, zu welchen Themen Alex seine Notizzettel vollschreiben soll. Es muss aber auch etwas sein, was Alex hinreichend interessiert, dass er seine knappe Freizeit dafür einbringt oder es in der Arbeitszeit irgendwo versteckt. Also, welche Themen sollten wir mal miteinander diskutieren oder am besten gar keine? Schreibt's runter in die Kommentare. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Da ist die Kamera. Bis dahin.